Ein Mann ohne Frühstück ist ein Mann ohne Frühstück. Sü. Danke gemacht. Mala, so ein Scheiß, gell. Ich wollte eigentlich nur ein paar Getränke holen und dann gleich live zu gehen, Digga. Es regnet. Geiler Tag, ehrlich. Also ich bin jetzt auf jeden Fall zu Hause. Ich weiß nicht, ich finde Regen an sich nicht so schlimm, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock gerade, irgendwie im Regen zu laufen. Und da, wo ich hingehen wollte, das ist auch nicht so nah. Also man läuft schon etwas länger so zur Tankstelle. Aber ist jetzt auch kein Problem. Vielleicht bringt mir meine Schwester ja noch was mit. Die ist eh gerade draußen auf. Ich gehe jetzt live, denn mein Leben hat sonst keinen anderen Sinn. Nein, Quatsch. Aber ja, wie es ausschaut, haben wir heute Abend sogar noch ein Pro-Clubs-Turnier oder Spiel. Ich weiß es noch nicht genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich gehe jetzt live. Habe ich jetzt schon fünfmal gesagt. Nice. Und manchmal, du musst den Besten aus den Situationen machen. Und deswegen singe ich ein Lied für euch. Es ist Zeit für FIFA. Es ist wirklich Zeit für FIFA und ich freue mich jetzt auch schon wirklich sehr auf FIFA. Aber leider dauert es noch ein paar Tage. Es ist schlimm, aber wir werden es durchstehen. Also, ich war jetzt 6,5 Stunden live, aber ich muss sagen, der Vlog ist nicht, wie ich es gedacht habe, Digga. Der Vlog ist auf jeden Fall gar nicht, wie ich es gedacht habe. Und deswegen nehme ich euch morgen einfach mal einen ganzen Tag mit und zeige euch, wie mein Alltag ist. Weil tatsächlich, heute war einfach ein entspannter Sonntag und ich habe nichts gemacht. Außer einen coolen Stream gehabt. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich freue mich sehr auf den 24er, muss ich wirklich sagen. Aber ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, Digga. Und wir hören uns einfach morgen. Und ich nehme euch morgen einfach den ganzen Tag mit, ob ihr wollt oder nicht. Tschüss. Ja, geil. Ja, ich sag dir ehrlich, Digga. Um 7 Uhr aufstehen, bei 16 Grad im Regen, graues Wetter. Ich is halt auch. Aber alles gut, Digga. Stay positive. Der Tag hat noch nicht mal gestern angefangen. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit, aber ihr wisst selber in der Früh, Digga. Wie soll man da gelaunt sein, Bro? Jetzt mal ehrlich, Digga. Ja, ich höre meistens Musik in der Früh, weil ich keinen Bock habe auf die Menschen in der S-Bahn, Digga. Das sind echt weirde Gestalten. Also, ich könnte euch 1000 Stories über S-Bahn-Stories erzählen. Könnt ihr ein eigenes Video drüber machen? Also dann, ich fahr jetzt erstmal nicht. Also, Bro, manchmal wirklich, gell? Wie kriege ich sowas hin beim Regenschirm öffnen, Digga? Ich muss jetzt auch noch zu Fuß laufen, weil der Bus nicht kommt. So geil. Wisst ihr, wozu ein Regenschirm da ist? Dass man ihn benutzt, wenn es regnet, Digga. Und es regnet. Meine Hand ist gefickt. Regenschirm geht nicht auf. Ein Dreck, Junge. Der kleine Bastard. Ja, richtig geil. Erstmal S-Bahn verpasst, Digga. Mein Finger tut immer noch weh, aber wir haben Feierabend wenigstens. In dem Sinne, wir hören uns zu Hause und heute gehe ich, glaube ich, Eistee holen. Weil ich habe richtig Lust auf Eistee. Deswegen hören wir uns später. So ist es manchmal mit den Vloggen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, im Alltag zu vloggen. Ich versuche euch so viel, wie es geht, immer mitzunehmen. Aber ich muss sagen, es ist ja auch manchmal einfach viel zu schwer, Digga. Ich habe gestern versucht zu vloggen, ging nicht. Ich habe heute versucht zu vloggen. Ich habe so viel versucht, mit euch mitzunehmen. Aber ich kann euch halt auch nicht in der Arbeit mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, was ich so in der Arbeit alles mache. Könnt ihr gerne mal abchecken, aber ich kann natürlich jetzt nicht in der Arbeit meine Cam mitnehmen, so. Digga, endlich, gell. Endlich habe ich wieder normale Laune, Alter. Es gibt inzwischen sogar eine neue Sorte von Brattee, Digga. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Aber ich nehme vor, Bro. Es gibt sogar jetzt Limette. Bubblegum, ich nehme mal ein paar mit, ich nehme 3, 4, 5 mit, Digga. Gell, mich kenne, sogar Vitawelt gibt's hier. Aber Vitawelt schmeckt mir nicht so. Wir haben einfach, Digga, ich habe die Sorten noch nie probiert, deswegen wollte ich die unbedingt mitnehmen. Vor, Bro, Honigmelone. Sieht geil aus, Digga. Honigmelone in echt schmeckt gut, vor allem in der Türkei, müsst ihr probieren. Wassermelone schmeckt pfefferminzig, habe ich schon mal probiert. Sieht aber auch gut aus. Und dann, ich weiß nicht, was Bubat sein soll, Digga. Das sah auch cool aus. Und ich habe mit Drachenfrucht. Ui, wild. Und dann haben wir noch Ipanema. Ipanema. Kamera. Kamera, bitte, Kamera. Ja, die Kamera hat keinen Bock. Hier, Ipanema. So, das erste, was wir probieren, ist Panema. Panema. Muss man bei einem Eis schütteln? Ich glaube nicht, gell? Bro, es schmeckt 1:1 wie. Kennt ihr, ihr habt all inclusive ein Hotel, Digga, und ihr seid am Strand und nehmt euch einfach so ein Getränk, was farbig ist. Es schmeckt genauso. Also mehr nach Farbstoff irgendwie, ich weiß nicht, nicht so nach Limette ehrlich gesagt. Es schmeckt auch nicht so zitronig, es schmeckt einfach zu viel Zucker mit Farbstoff, Digga. Geht.
7 von 10. Würde ich jetzt nie nochmal trinken. Auf Honigmelone bin ich besonders gespannt, weil es hört sich gut an und normalerweise mag ich Honigmelone. So, diesmal habe ich jetzt wirklich Ansprüche. Digga, Honigmelone muss schon eine 8 von 10 sein. Es riecht auf jeden Fall gut. Es riecht einfach genau wie ein Wassermelonen-Kaugummi, muss ich sagen. Aber ich finde es nicht schlecht, Bro. Ich meine es ernst, es schmeckt nicht schlecht. Aber es ist mir ein bisschen zu süß, deswegen ziehe ich ein paar Punkte ab. Ich sage 8 von 10. Es ist schon eine 8 von 10. Es schmeckt schon, okay? Und zwar Bubex. Ich schwöre, ich weiß nicht, was es ist. Okay, es riecht auf jeden Fall wie ein nicht Drachenfrucht, sondern Granatapfel, Digga. Wirklich, es riecht nach Granatapfel, Digga. Boah, das schmeckt aber echt nicht schlecht. Aber auch nur eine 8 von 10. Es schmeckt genauso wie ein Fitnessgetränk, was ich mal hatte im Fitness. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendein Fitnessgetränk sein soll, aber es schmeckt wirklich ähnlich, Digga. Ich würde sogar sagen, Bubas und Honigmelone sind beide meine Favorites, Digga. Und Limette weiß ich nicht. Bei Limette hab ich mehr erwartet. Aber es ist leider nicht so geil, wie ich es mir erwartet habe. Ja, Mann. Einfach schaut mal, ich chill Sonnenuntergang, mach mir einen schönen Tag, hab mir Eistee gekauft. Aber mehr wird heute, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Ich gehe nach Hause, schau ein bisschen Netflix, chill mein Leben. Tada! Hey, Roller, Digga, ich schwöre, ich habe gar keinen Bock zu laufen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so zu vloggen. Der Tag an sich war ein bisschen, weiß ich nicht. Mir fällt gerade eine Sache ein, Digga. Wisst ihr noch, ich glaube, das war sogar im letzten Vlog. Ich wollte euch einen Park zeigen, aber es hat die ganze Zeit geregnet und deswegen konnte ich nichts filmen. Ich bin jetzt bei diesem Park da. Und es ist gerade ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und wir haben verschiedene Eistees probiert. Mir geht's blendend. Und ja, ich zeige euch mal den Park, Digga. Ich wollte euch den Park zeigen, ich zeige euch wieder nicht den Park. Ich schwöre, der Park, ich finde den geil. Es ist kein großer Park so. Man kann einfach da hinten sitzen und die Dinger drehen sich auch noch. Also wirklich, wirklich cool. Hier im Sommer hast du noch einen schönen Sonnenuntergang. Why? Wow. Wow. Okay, die Aufnahme wird cringy hier auf. Digga, da wollten wir einmal lustig sein. Einfach halt deine Fresse, Digga. Einfach halt deine Fresse. Ja, Mann. Ich pack's jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es war schon auf jeden Fall ein paar mehr Tage mitgenommen. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch bitte ein Like da, Digga. Nee, Like. Eigentlich schon. Eigentlich schon, Digga, wenn man so denkt. Peace, ihr seid die Besten.